also tendenziell bullische Stimmung. Wir haben ja auch keine Verkaufssignale an den Märkten. Wir kommen aber immer weiter natürlich in so eine Phase der Überhitzung hinein. Ich habe schon gesagt, wie wir damit umgehen. Wir haben, wenn wir zum Beispiel die Sentiment-Indikatoren uns anschauen, also unter anderem auch das sogenannte AEI-Sentiment, dann sind wir jetzt das erste Mal beim AEI-Sentiment ja, in einen Bereich gerutscht, der, ja, ich muss ja noch einmal aktualisieren, das nenne ich aktuell, so, da, in einem Bereich gerutscht hier, der immer noch nicht im historischen Durchschnitt liegt, aber der zumindest mal, wenn wir uns das angucken, das sehen wir hier unten in der Auswertung auch, seit 11 Wochen das erste Mal in einer typisch historischen Range liegt. Das heißt, wie ist das Ganze zu interpretieren? Wir haben ja die letzten Wochen immer darauf hingewiesen, dass wir viel zu viele Pessimisten an den Märkten haben, dass es wirklich einen großen Rücksetzer geben kann. Dieser Pessimismus, der geht jetzt allmählich aus dem Markt raus. Leute stellen sich ein, dass es vielleicht noch ein bisschen nach oben gehen kann. Und dann passiert häufig dann genau der gegenteilige Effekt. Wir haben, wenn wir andere Sentiment-Indikatoren uns angucken, also nicht das AEI-Sentiment, sondern wenn wir uns zum Beispiel, da war heute ein guter Artikel auf MarketWatch drauf, wenn wir uns zum Beispiel mal anschauen, wie sieht es aus mit ja, dem Verhältnis Puts zu Calls, das heißt also, wie ja, die Marktteilnehmer, die entsprechend Optionen kaufen. Das heißt, ich hole uns mal die Grafik gerade drauf. Also man kann ja bei Optionen Calls kaufen, das ist auf steigende Kurse wetten, und man kann Puts kaufen, das wäre auf fallende Kurse zu wetten. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, in der Historie, das heißt hier diese dunkelblaue, das ist die Calls kaufen, also das Level, und hier unten das, die Puts kaufen. Wir sehen also, die Calls überwiegen hier in 2020 extrem, insbesondere jetzt hier haben wir hier relativ hohe historische Level erreicht, und ja, da müssen wir schon sehr weit zurückgehen. Also wir sehen Dotcom-Blase, und hier interessiert uns eher so ein bisschen die Differenz, also diese Differenz hier, die Differenz zwischen Puts und Calls, also nicht wo, auf welchem Level sind wir absolut, da waren wir schon häufiger drüber, da waren wir auch schon mal höher, sondern wie ist diese Differenz zwischen Puts und Calls, und da sehen wir, dass wir hier eine riesengroße Differenz haben. Die übertrifft alles Dagewesene quasi in der Vergangenheit. Und das ist ein typisches Zeichen, dass die Leute wie verrückt auf weiter steigenden Aktienmarkt setzen und dass wir allmählich in diese Überhitzungsphasen hineinkommen. Diese Überhitzungsphasen enden meistens damit so, dass wir in finale Spikes gehen, das heißt wirklich verrückte Aufwärtsbewegungen sehen, wie wir sie auch in dieser vergangenen Woche teilweise im Nasdaq gesehen haben. Man sollte sich nicht gegen diese Spikes stellen. Ich habe das damals schon erwähnt, als wir diese Bitcoin-Blase hatten, dass man warten soll in aller Ruhe, bis der Chart ein Verkaufssignal präsentiert. Und da sind wir eben noch weit von entfernt. Wenn wir uns den S&P angucken, haben wir eben hier auch gestern kein Verkaufssignal gesehen. Das gleiche gilt für den Nasdaq und auch für den Dow Jones. Also gucken wir uns den Dow Jones noch an, gerade Dow Jones hier. Und ja, wenn wir die großen Indizes nehmen, Nasdaq hier im All-Time-High eben auch kein Verkaufssignal produziert. Verkaufssignale welcher Art auch immer sind also derzeit noch nicht aktiv. Von daher ist es noch nicht sinnvoll, auf einen fallenden Markt zu wetten. Wie sieht es aus, auf einen steigenden Markt zu wetten? Naja, also man kann natürlich einfach blind reingehen und beten. Das ist letztendlich das, was die meisten Anleger derzeit machen, weil sie eben diese Fear of Missing It Out, also die Angst, etwas zu verpassen haben. Nur, das ist keine wiederholbare Strategie, irgendwo reingehen und zu hoffen, sondern wenn man irgendwo ja, im Trading-Ansatz reingeht, dann geht man rein, sucht sich einen vernünftigen Stopppunkt und einen vernünftigen Entry, und da tun wir uns eben einfach damit schwer, dass, das sehen wir ganz klar, vernünftige Stopppunkte sehr weit entfernt sind, vernünftige Entries auch, und dann schaut man, auch wenn es manchmal ärgerlich aussieht, zu. Für diejenigen, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, also wer länger schon dabei ist, der weiß, dass wir das gleiche Problem, dasselbe Problem hier hatten. Ja? Das heißt, dass wir hier letztendlich gesehen haben, der Markt ist aufwärts, der Markt ist in einer Phase, wo sicherlich eine Korrektur mal nötig ist, aber es ist noch nicht so weit.
Und ja, da haben wir geduldig gepredigt, wartet, wartet, wartet. Und dann haben wir eben hier das Verkaufssignal bekommen. Also gar nicht so schlecht wurde uns das geliefert. Und von daher bitte ich euch einfach, versucht vernünftig zu bleiben, lasst euch von dieser Euphorie nicht zu sehr anstecken, kriegt da keine Panik, etwas zu verpassen. Es sind jetzt nicht die Kurse, wo man unbedingt in den Markt reingehen muss, sondern das sind die Kurse, wo man abwarten muss. Also auch nicht, wo man jetzt schon gegen den Trend handeln muss, weil ich habe euch gestern den Chart vom Nikkei gezeigt, wie verrückt hier Blasenbildungen dann auch aussehen können. Und ja, wir hatten gestern dann noch ein wichtiges Ereignis, das Jackson Hole Meeting. Wir hatten eben hier die Äußerung von der amerikanischen Notenbank, wie will sie ihre Politik weiter gestalten. Und man hatte ja schon erwartet, dass sie hier ein neues Tool einführen, beziehungsweise dass sie hier eine neue Betrachtungsweise anführen. Und man muss einfach sagen, Geldwertstabilität war gestern. Das interessiert wirklich gar keinen mehr. Die Fed hat sich hier entschieden, nicht mehr ein Inflationsziel zu haben, also eine obere Grenze im Prinzip, wo sie sagt 2%, und sobald wir uns dieser Grenze nähern, dass sie dann beginnt, dagegen zu arbeiten, also auch preemptive Strikes mit Zinserhöhungen zu machen, sondern sie lässt jetzt auch zu ein Überschießen der Inflation, also auch das wäre möglich, und damit bleiben die Geldschleusen erstmal auf lange, lange Sicht geöffnet. Was die Fed einfach macht, ist, sich hier eine zusätzliche Option einzubauen, dass sie nicht in die Bedrohung kommt, wie sie beim letzten Mal, als es notwendig war, also als die amerikanische Wirtschaft lief, der Aktienmarkt zu überhitzen drohte und die Inflation so ein bisschen anzog, da musste sie ein Preemptive Strike machen, was ja entsprechend dann 2018 den Aktienmarkt ganz schön durcheinander gerüttelt hat. Und das möchte man jetzt eben nicht. Und so bleibt man eben auf dem Vollgaspedal der Geldpolitik weiter stehen. Wir bewerten das Ganze ja sehr kritisch, weil wir eben sagen, dass dieses ganze billige Geld, was geschaffen wird, nicht etwa tatsächlich die Wirtschaft ankurbelt, sondern dass es alles in eine Asset-Inflation-Blase führt. Das heißt also, dass das ganze Geld nicht den normalen Wirtschaftskreislauf erreicht, sondern nur den Finanzwirtschaftskreislauf und dann eben zu exorbitanten Bewertungen dort führt. Und dadurch eine ähnliche Blase verursacht, wie wir 1989 in Japan hatten. Und ja, so unter solchen Blasen leiden dann Wirtschaften teilweise jahrelang, weil auch wichtige Investitionen, die notwendig wären, um die Wirtschaftskraft zu stützen, einfach nicht stattfinden. Ist aber ein anderes Thema, wollen wir jetzt heute nicht vertiefen, sondern wir wollen einfach heute nochmal hier gucken, was bedeutet jetzt das Meeting. Also die News von gestern, die waren erwartet, deswegen kein unmittelbarer Anstieg der Aktienmärkte, aber sozusagen eben auch kein Stoppsignal von der Fed, also kein Haltesignal von der Fed. Deshalb eben Trend bleibt hier weiter aufwärts gerichtet. Wir gehen davon aus, auch dass hier gute Chancen bestehen, jetzt über den Monatswechsel noch mit dem Markt weiter nach oben zu gehen und dieses Short Squeeze sich noch ein bisschen weiter fortsetzt. Wenn wir uns den DAX angucken, dann können wir am gestrigen Tag eben auch eine kleine Korrekturbewegung nach der Notenbank erkennen. Wir sehen aber auch hier kein Verkaufssignal. Also alles, was hier sequenzmäßig zu sehen ist, ist eine intakte Aufwärtsbewegung mit dem einzigen Wermutstropfen, dass, das sehen wir hier eben, hoch und tief sich sehr stark überschneiden. Das heißt, wir sind sehr, sehr choppy, und dadurch, dass der Markt noch kein neues tatsächliches Hoch generiert hat hier drüber, besteht eben die Phase oder die Gefahr, dass wir eben hier zwar eine Sequenz sehen, aber hier haben wir eben auch eine Down-Sequenz gesehen, dass wir Sequenzen innerhalb einer Range sehen. Das ist für uns dann immer ohne neue Hochs und Tiefs ein Zeichen, Gas raus, eher vielleicht Seitwärtsbewegung. Wir bleiben hier mal, setzen den Markt zwar, haben wir weiter auf Long, aber auf einem niedrigen Trading-Aggressivitätslevel. Ja, so, wie sieht es aus an den Zinsmärkten, also Bund Future? Wir haben den Bund Future, und
Da habe ich gestern noch eine sehr lange Mail beantworten müssen mit jemandem, der eben auch unser Marktkommentar regelmäßig hört, der da noch vor der Jackson Hole-Sitzung kam, wie wir drauf kämen, dass der Bund Future überhaupt fallen könnte, wenn doch, und T-Bond Future gilt natürlich genau das Gleiche. Wir haben den T-Bond Future, habe ich ja am Anfang der Woche gesagt, verkauft. Ja, haben wir gesagt, wir verkaufen den. Sehen wir hier auch und hier war das Jackson Hole Meeting und wie wir überhaupt auf die Idee kommen könnten, wo man doch weiß, dass die Notenbank sozusagen eine Fortsetzung dieser Niedrigzinspolitik machen wird, auf dem fallenden Markt zu spekulieren. Und für uns ist immer nicht die Nachricht entscheidend, sondern A, wie sind die Sequenzen? Die waren abwärts, Nummer 1. Nummer 2 ist es häufig bei News so, wenn die guten Nachrichten raus sind, dann gibt es sozusagen Gewinnmitnahmen. Also das ist der nächste Effekt, der aufgetreten ist. Das Dritte darf man auch nochmal oder muss man einfach nochmal sagen, es ist nicht die Notenbank, die die Bewegung tatsächlich macht. Das sind tatsächlich Kräfte am Markt mit Angebot und Nachfrage. Die Notenbank kann hier zusätzlich versuchen, Angebot und Nachfrage zu verstärken. Sie kann manipulierend darauf einwirken, aber sie macht nicht die Trends. Das ist zumindest meine Erfahrung der letzten 30 Jahre. Wir haben immer wieder gesehen, dass die Bewegung, ob Zinserhöhung und Zinssenkung, lange bevor die Notenbank überhaupt aktiv ist am Markt, diese Bewegung eingesetzt hat, und die Notenbank läuft diesen ganzen Sachen häufig nur hinterher. So, und von daher, erstmal haben wir gesehen, jetzt hier Bund Future, T-Bond Future gestern eben in einem Abverkauf. Jetzt haben wir heute Morgen allerdings, den Bund Future erstmal mit Gewinn glattgestellt, den T-Bond Future lassen wir noch laufen. Warum? Wir sehen hier, wir haben im Bund Future wichtige Unterstützungslevel erreicht und natürlich jetzt nach der Nachricht, erster Druck ist raus, gibt es dann häufig ein bisschen hin und her, das heißt typisch wäre so Bewegung oder vielleicht sogar noch höher. Wir erwarten zumindest, weil es keinen Grund für immanenten Druck gibt, also für unmittelbaren Druck gibt auf dem Markt, dass wir hier zumindest aus technischer Sicht dann auch mal noch ein paar Gegenbewegungen sehen und dass wir bessere Einstiegslevel kriegen. Wir bleiben aber weiter, und das ist wichtig, Short eingestellt, weil der Trend Short ist im Bund Future, auch im T-Bond Future, suchen hier einfach nach guten neuen Einstiegsgelegenheiten, bleiben also hier negativ eingestellt für diesen Markt. Und das müssen wir dann auch noch mal kurz erwähnen, wenn wir hier uns den Daily Chart anschauen. Das ist hier der Daily Chart. Dann haben wir eben potenziell hier diese erste Abwärtsbewegung, dann haben wir hier nur so eine kleine ABC-Formation abgeschlossen. Und wir haben das Potenzial für den Markt hier, wenn das hier ein großes A war oder vielleicht sogar eine 1 und das hier ein B, also eine große ABC zu machen, und dann würden wir sehen, dann wird der Markt hier unten hingehen. Also wir haben das Potenzial für eine sogenannte Akzelerationsbewegung. Den Markt haben wir definitiv, nachdem wir ihn wochenlang, hier wirklich monatelang sogar, als uninteressant betrachtet haben, haben wir ihn jetzt wieder sozusagen in unsere Trade-Liste aufgenommen und haben gesagt, jetzt tut sich hier die Tür auf, dass hier ein Trend kommen kann, der sich auch nochmal beschleunigt. So, und dann kommen wir zum letzten Markt, Euro-US-Dollar. Da wurde mir auch gerade schon eine Frage gestellt. Möglichkeit wäre ja BOR, EOD, Long. Das war nicht zum Euro-US, das war wahrscheinlich zu den anderen Märkten. Also man kann natürlich generell seine Strategien weiter fahren, also auch auf der Long-Seite. Also jetzt, wo ich eben von den Aktienmärkten geredet habe, dass man eben sagt, man handelt aus der Open-Range den Ausbruch und bleibt bis End of Day drin. Wichtig ist allerdings, wenn man so eine Strategie fährt, dass man die konsequent fährt. Das heißt, dass man dann diese BOR-Strategien nicht nur an einem Tag fährt, sondern auch mehrere, weil es natürlich auch immer mal wieder diese Fake-Tage gibt, wo es nur Seitwärtsbewegung gibt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich BOR, EOD handeln möchte, dann mache ich das auch über einen längeren Zeitraum. So, letzter Markt ist der Euro-US-Dollar. Klar, gestern haben wir ein bisschen Aufwärtsbewegung oder heute Morgen sehen wir ein bisschen Aufwärtsbewegung. Gestern haben wir ein bisschen hin und her nach den Nachrichten gesehen, aber generell ist diese Nachricht, die die Fed gebracht hat, auf der einen Seite natürlich schwächend für den US-Dollar, besser für den Euro, aber das müssen wir auch ganz klar dazu sagen, das, was die Fed gestern formuliert hat, das denkt die EZB genauso, und es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis die EZB genau das Gleiche
Ziel hervorbringen wird. Ja, wir sehen weltweit ein verändertes Denken in den Notenbanken, nämlich dass das Ziel Geldwertstabilität immer weiter in den Hintergrund rutscht und das Ziel, den Flow an Kapital und ja, die Momentum in der Wirtschaft, diese mit frischem Geld zu unterstützen und auch die Staaten in ihrer Verschuldung mit niedrigen Zinsen, dass das weiter nach vorne geht. Man ist einfach verwöhnt durch die letzten 30 Jahre, dass es an den Märkten keine Inflation gegeben hat, keine wirkliche Inflation. Und von daher rückt so ein Ziel immer weiter in den Hintergrund, weil man dann eben auch einen leichten Anstieg von Inflation nicht ernst genug und nicht wichtig genommen wird. Das ist ein ganz typischer Effekt, den man überall sieht. Wenn man vor irgendetwas Angst hat, erinnern wir uns an die Covid-Krise. Am Anfang alle sehr, sehr vorsichtig gewesen. Dann nach einer längeren Zeit, wenn dann nicht irgendwo was passiert, dann geht natürlich auch die Vorsicht baden. Und das ist bei der EZB und bei der Fed und bei allem anderen mit dem Thema Inflation genau das Gleiche. Irgendwo setzt sich immer mehr die Meinung durch, naja, durch die neuen Technologien, die wir denn alle haben, durch Digitalisierung, Produktionsfortschritte, etc., ist das Thema Inflation vom Tisch, was sicherlich auf der einen Seite ein wichtiges Argument ist. Nur, wir haben Inflation immer, Inflation, wenn wir die letzten 1000 Jahre Wirtschaftsgeschichte betrachten, dann gibt es immer natürlich Phasen von Deflation, von Stagflation, von Inflation. Also das ist nicht ein Thema, was für ewig und immer gelöst ist und was natürlich auf den Tisch kommen kann. Meiner persönlichen Meinung nach sehen wir aus dem einzigen Grund keine Inflation, dass alles Geld, was hier zusätzlich geschaffen wurde, nicht in den Aktien, nicht in die Realwirtschaft fließt, sondern eben in die Aktienmärkte und Immobilienmärkte. Und man kann das ganz gut sehen, wenn man sich die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes anguckt. Also wenn man die Geldmenge sich selber anschaut, ja, die wächst mit zweistelliger Wachstumsrate, also ja, quasi exponentiell schon fast. Diese zweistellige Wachstumsrate müsste normalerweise zur Inflation führen. Wenn man allerdings dann das Bruttoinlandsprodukt oder das Bruttosozialprodukt nimmt und das ins Verhältnis zur Geldmenge setzt, dann müsste ja, wenn wir mehr Geld haben, auch entsprechend das größer sein. Wenn das nicht größer ist, dann sinkt sogenannt die Umlaufgeschwindigkeit. Das heißt also, ja, wie häufig läuft das Geld sozusagen um? Und man sieht dann eben, naja, das läuft nicht um. Und das ist eben ein Zeichen dafür, dass es auch gar nicht in der Wirtschaft ankommt, sondern dass es einen Extrakanal nimmt. Und dieser Extrakanal, das können wir ganz gut sehen, wenn wir dann die Aktienpreise, Immobilienpreise und alle Assetpreise uns angucken. Und das führt dann eben dazu, dass wir eine Loslösung von Werten haben, die eben mit dem Vielfachen ihrer zukünftigen Gewinne bezahlt werden, ob das eine Tesla ist, ob das andere Aktien sind. Und ein höherer Preis, sage ich, ist immer nicht unbedingt ein höherer Wert. Aber meine Erfahrung hat mich eben auch gelehrt, habe eben einige Blasen schon gesehen. Meine erste große Blase, wie gesagt, war die Nickel-Blase, die ich erlebt habe, bewusst. Dann die zweite, Dotcom-Blase. Und es ist immer erst vorbei, wenn die Blase platzt. Und bis dahin kann noch viel Luft in diesen Ballon reingeblasen werden. Und deshalb eben, wie gesagt, nicht unbedingt sich gegen diese Trends stellen. So, ja, und Euro, US-Dollar, da waren wir jetzt ja stehen geblieben. Wie gesagt, die EZB fährt das gleiche Bild, macht entsprechend die gleiche Sache wie entsprechend die US-Notenbank. Deswegen haben wir so eine Pattsituation eigentlich. Und wir werden bei dem Euro erst die nächste richtige starke Trendbewegung bekommen, wenn wir dann sehen, ja, was passiert denn zum Beispiel nach der Wahl, gibt es hier eventuell Tendenzen, die insgesamt den US-Dollar schwächen gegenüber dem Euro, oder haben wir hier in Europa Probleme mit dem europäischen Einheit? Ich persönlich interpretiere im Moment, wenn wir uns die Zyklen und Muster angucken, dann sehen wir, dass wir hier eine Aufwärtsbewegung hatten 2017, die zwar nochmal korrigiert wurde, aber selbst in der schlimmsten Covid-Krise hat der Markt hier keine neuen Lows gemacht und hat jetzt hier eine neue Sequenz gestartet. Und das wahrscheinlichste Szenario, was wir tatsächlich sehen, ist
ein starker Euro, auch wenn das für viele absolut unvorstellbar klingt. Nur der Euro muss an sich gar nicht sehr erstarken. Was reichen würde, wäre eine Schwächung des US-Dollars. Und eine Schwächung des US-Dollars ist ein gar nicht so unwahrscheinliches Szenario. Wir haben es nicht nur in den letzten paar Wochen gesehen, sondern wir haben einfach jetzt genug Ereignisse auch in Zukunft, die anstehen, siehe Wahlen in den USA, und die dazu führen können und könnten, dass wir hier tatsächlich im Euro nochmal eine kräftige Rallye sehen. Und solange wir hier kein Verkaufssignal sehen, klar, haben wir gesagt, können wir mal in der Konsolidierung hier runter, wir können auch hier mit so einer ABC konsolidieren, aber im Moment ist der Euro sehr gut unterstützt hier in diesem Bereich von 1,15 und das ist für mich im Moment auch Kaufzone. Das heißt, also da sind wir eher auf der Käuferseite bei, auch wenn wir jetzt im Moment im Daytrading eher im neutralen Bereich noch angesiedelt sind. Wünsche euch erstmal einen guten Tag und viel Erfolg im Trading. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann, bye bye.